Und ich komme jetzt zum vorläufigen amtlichen Endergebnis zur Wahl des Rates. Wahlberechtigte 126.769 Wähler, 60.814, davon ungültige Stimmen 637, gültige Stimmen 60.177, Wahlbeteiligung 48%. Davon entfielen auf die CDU 19.667 Stimmen, gleich 32,7%. Auf die SPD 14.806 Stimmen, gleich 24,6%. Auf die Bürgerliste 5.896 Stimmen, gleich 9,8%. Auf die Grünen 6.106 Stimmen, gleich 10,1%. Auf die Gruppierung OP 2.248 Stimmen, gleich 3,7%. Auf die FDP 4.556 Stimmen, gleich 7,6%. Auf die Gruppierung OWG-UWG 2.075 Stimmen, gleich 3,4%. Auf die Gruppierung Lauf 424 Stimmen, gleich 0,7%. Auf Pro-NRW 2.422 Stimmen, gleich 4%. Und auf die Linken 1.977 Stimmen, gleich 3,3%. In der Sitzverteilung ergibt sich folgendes Ergebnis: für die CDU 22 Sitze, für die SPD 17 Sitze, für die Bürgerliste 7 Sitze, für die Grünen ebenfalls 7 Sitze, für die Gruppierung OP 3 Sitze, für die FDP 5 Sitze, für die Gruppierung OWG-UWG 2 Sitze, für Pro-NRW 3 Sitze und für die Linken 2 Sitze. In der Plus-Minus-Rechnung der Wahlergebnisse von 2004 zu der heutigen Wahl 2009 ergeben sich für die CDU minus 2 Sitze, für die SPD minus 1 Sitz, für die Bürgerliste minus 1 Sitz, für die Grünen plus 1 Sitz, für die FDP plus 1 Sitz, für UWG plus 1 Sitz, für die Gruppierung OP minus 1 Sitz, für die Gruppierung Lauf kein Sitz mehr, für Pro-NRW plus 3 Sitze und für die Gruppierung Die Linke plus 2 Sitze. Damit steht das vorläufige amtliche Endergebnis für den Wahl der Stadt Leverkusen fest. Das endgültige amtliche Endergebnis wird mit der Sitzung des Kommunalwahlausschusses am kommenden Freitag bekannt gegeben. Zum Ende meiner Bekanntmachung möchte ich mich an dieser Stelle noch mal ausdrücklich und deutlich bei allen Hauptamtlichen, vor allem aber bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Wahlbüros vor Ort bedanken, denn ohne diese tatkräftige Hilfe wäre ein solches Ergebnis von 3 Wahlen so früh, nämlich um 21 Uhr, nicht entstanden. Dafür gebührt Ihnen mein herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.